Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IDS Daily TV. Der DAX hatte sich vergangenen Freitag mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel verabschiedet. Damit schloss er über der 12.100-Punkte-Marke. Auf Wochensicht verzeichnete der Deutsche Leitindex Zugewinne in Höhe von 1,4%. Wir blicken nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franziska, nach der Erholung jetzt in der letzten Woche, wie könnte der DAX denn heute in den Handel starten? Ja, der DAX hat ja am Freitag an seine Vortagesgewinne weiter angeknüpft und war auch über der charttechnisch wichtigen Marke der 12.100-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Also wieder etwas Erleichterung. Hier vor allen Dingen die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Markt vorangetrieben. Jetzt hat Donald Trump sich aber direkt schon wieder zu Wort gemeldet und sagt, also die Strafzölle gegen chinesische Güter, die werden weiter vorangetrieben. Und das ist natürlich so ein kleiner Dämpfer, deshalb ist der Dow Jones am Freitag auch gerade mal noch mit einem Plus von 0,03% aus dem Handel gegangen. In Japan bleibt die Börse aufgrund eines Feiertags heute geschlossen. Hang Seng und Shanghai Composite über 1% jeweils im negativen Bereich. Und somit rechnen wir auch beim deutschen Leitindex zum Auftakt in die neue Handelswoche erstmal mit einem Start im roten Bereich, also auch wieder unter der 12.100-Punkte-Marke. Dankeschön nach Frankfurt, Franziska. Das war der Ausblick auf den Handelstag. Weiter geht's an dieser Stelle mit unserer Marktidee. Das ist heute Adobe Systems. Adobe hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Sowohl Gewinn als auch Umsatz lagen über den Erwartungen der Märkte. Die Aktie stieg daraufhin am Freitag auf ein neues Rekordhoch, bevor dann leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht ist jetzt eine neu entstandene Unterstützung wichtig. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Wir sehen uns morgen wieder zu IDS Daily TV zur gewohnten Zeit. Bis dahin, tschüss.